Hallo und willkommen zurück bei The Elder Scrolls Online. Ich bin gespannt. Es ist sehr spannend. Und wir gehen jetzt unsere Gefährtin versammeln. Denke ich mal zumindest, dass wir das tun. Ja, wir suchen jetzt hier alle, ne? Da versammelt eure Gefährten. Samarak. Und so weiter. Sprecht mit Samarak, Präfekt Carlo. Und Catwell. Oh, hi. Bin ich hier gut gelandet? Hallo. Samarak? Hallo? Jetzt. Ruhige Augenblicke zum Meditieren waren spärlich gesät, seit Samarak nach Elsweyr zurückgekehrt ist. Dieser braucht Zeit allein, insbesondere nachdem er Taran mit dem Drachen an den Schattentanzruinen geholfen hat. Doch ihr seht aus, als hättet ihr wichtige Neuigkeiten, Freundin. Kamera will, dass wir uns am Mondtor von Anikina versammeln. Samarak vermutete schon, dass es unser nächstes Ziel sein würde. Diesem ist aufgefallen, dass die Monde am Himmel sich verschoben haben und sich in einem ungewöhnlichen Muster bewegen. Das Werk des Verräters, ja? Wenigstens seid ihr und Königin Kamira aus den Ruinen zurückgekehrt. Der Verräter führte die Monde zur Mondfinsternis zusammen, aber wir haben ihn getötet und Kamira ist jetzt auf die Mondbande eingestimmt. Dann haben wir noch eine Chance. Samarak hat seine Ehre Königin Kamira geschworen. Diesen Eid wird er nicht brechen. Dieser hat wieder einen Lebenszweck und wird diese Sache zu Ende bringen, ganz gleich, was es kostet. Samarak wird euch am Mondtor treffen, Freundin. Wir sehen uns am Mondtor. Königin Kamira hat sich auf die Mondbande eingestimmt. Samarak hätte nie gedacht, ein solches Wunder noch zu seinen Lebzeiten sehen zu dürfen. Dieser betet, dass es ausreichen wird, wenn wir uns den Drachen entgegenstellen. Da wir von Drachen sprechen, was ist geschehen, nachdem Kamira und ich den Tempel betreten hatten? Ungefähr das, was man erwarten würde. Taran setzte auffällige Zauber ein, um die Drachen zu verwirren, bis sie schließlich aufgaben und davonflogen. Dann begegneten wir einem euraxischen Trupp, der von einem Nekromanten angeführt wurde. Die hat Samarak alle erledigt. Es war das Mindeste, was dieser tun konnte. Okay, dann reden wir jetzt als nächstes. Catwell, oder? Gucken wir mal, wo hier alle sind. Hallo? Hallo? Tauchst du noch auf? Ah, jetzt. Hallo? Seid Hallo? ihr auch gekommen, um eine Reinigung vor der Schlacht vorzunehmen? Mit Ich Klamotten? finde es umsichtig, mich vor dem Beginn des Gemetzels makellos zu machen. Meiner Erfahrung nach kleben Blut und Gekröse an einem gut gewaschenen Körper anschließend viel besser. Kamira will, dass wir uns am Mondtor von Anekina versammeln. Das Mondtor? Ich hatte gehofft, mich von den Erinnerungen an den Verräter reinzuwaschen. Aber so mancher Gestank lässt sich mit Seife und Wasser nicht entfernen. Es tut mir leid, dass ich die Monde dazu gebracht habe, sich zu bewegen, meine Freundin. Verzeiht, dass ich den Drachen half. Das war der Verräter, Catwell, nicht ihr. Doch bevor ich zu jenem galanten und hageren Seelenberaubten wurde, den ihr heute vor euch seht, war ich der Verräter. Ich habe ursprünglich all die Taten begangen, die uns zu diesem Punkt führten. Ich schäme mich schon Oh. sehr.
Vermaledeit. Dann helft uns, das wieder in Ordnung zu bringen, Catwell. Helft uns, die Drachen daran zu hindern, Jodes Kern zu erreichen. Ja, natürlich. Das war die ganze Zeit über mein Plan. Ja, natürlich. Die vergangenen Gräueltaten auszugleichen, indem ich dem netten Katzenvolk helfe, die bösen Drachen zu besiegen. Genau wie der Held, der ich war, bevor ich zum Verräter wurde. Also gehen wir's an. Ich mache mich zum Mondtor auf und treffe euch dort. Ja, wir sehen uns dort. So schön diese Anlage auch sein mag, mir fehlen die brodelnden Plasmatümpel von Kalthafen. Heiß genug, um einem die Haut direkt vom Leib zu schmelzen. Was für eine beliebende Empfindung. Wird das Wasser nicht eure Rüstung rosten lassen? Und worauf wollt ihr damit hinaus? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob man so sauber wird, wenn man mit Klamotten duscht. Ich mach das meistens nicht, aber okay. Dann reden wir noch mit mit Carlo. Ich dachte jetzt noch. Wo ist er denn, der Gute? Alle unsichtbar heute wieder. Hallo. Hallo. Ah, hier. Hallo. Lange nicht gesehen. Die ruhigen Momente zwischen den Schlachten. Ich würde gerne mehr Zeit mit Lesen verbringen. Das ist sehr schön. Geschichte, Militärstrategie, Kochbücher. Meine geheime Leidenschaft sind aber gute Kriminalgeschichten. Und Ermittlerin Vala ist über alle Maßen spannend. Kamira will, dass wir unser Mondtor von Anekina versammeln. Ich warte auf meinen Abmarschbefehl. Ich habe die meisten Cygnus-Freischärler mit Gareshri vorgeschickt. Aber ein kleines Kontingent ist für den Fall hier geblieben, dass unsere erste Einschätzung falsch war. Ich vermute, die Ereignisse in den Ruinen haben unsere Theorie bestätigt. Ja, ich habe den Verräter getötet, aber vorher konnte er die Monde in Bewegung setzen, um das Mondtor zu öffnen. Verstanden. Wir müssen das Mondtor verteidigen und die Drachen davon abhalten, es zu nutzen, sobald es offen ist, um sie daran zu hindern, Jodes Kern zu erreichen. Nun, wenigstens haben wir jetzt einen klaren Auftrag. Ich hoffe nur, dass die Khajiit ihre Abneigung gegenüber der Arbeit mit meinen Truppen überwinden. Gab es viele Widrigkeiten bei der Zusammenführung eurer Streitmacht mit der Khajiit? Königin Euraxias Tyrannei hat die Khajiit misstrauisch gemacht. Ja, das ist doch klar. Das will ich ihnen nicht vorwerfen. Ich will ihnen nur zeigen, dass nicht alle kaiserlichen Tyrannen sind. Dass sie zumindest einigen wenigen von uns trauen können. Das wird schon noch kommen, solange wir uns nicht gegeneinander wenden. Wir sehen uns dort. So, und wer fehlt jetzt? Ich glaube nur noch Tarn, oder? Kikariki. Das dauert aber heute lang. Ach hier, hi. Früher erfrischte mich Wein nach langen Phasen der Anstrengung und des Zauberwirkens. Doch jetzt? Ich kann das Zeug kaum noch schmecken. Was gut ist, denn der khajiitische Wein ist klebrig süß, als ob man kandierte, in Mondzucker gekochte Pflaumen trinken müsste. Ach, das ist schon sehr süß. Ich vermute, ihr habt Neuigkeiten? Kamira will, dass wir uns am Mondtor von Anekina versammeln. Das Mondtor? Ein edler, aber sinnloser Vorschlag, fürchte ich. Die Khajiit sollten ihre Sachen packen und flüchten, solange sie es noch können. Sollen sich die Armeen der Allianz darum kümmern? Sollen sie merken, dass manche Kämpfe wichtiger sind als der um die Entscheidung, wessen Hintern am besten auf den Rubinthron passt? Ach, das war doch gerade so fies. Moment. Okay. Schlagt ihr etwa vor, dass wir aufgeben, Abnutan? Nein, nein.
Ich gehe nur andere Möglichkeiten durch. Mhm. Zu viel von dem, dem wir uns stellen müssen, ergab sich durch meine Taten oder die meiner Familie. Drachen, euraxische Soldaten, Nekromanten. Die Verantwortung liegt bei mir und das Gleichgewicht muss wiederhergestellt werden. Ihr seid also weiterhin dabei? Hättet ihr ansonsten eine Chance? Weiß nicht. Ohne meine arkanen und strategischen Einblicke ist jeder Versuch eurerseits zum Scheitern verdammt. Das soll nicht auf meinem Gewissen lasten. Jetzt erlaubt mir, dieses schrecklich süße Rauschmittel zu mir zu nehmen. Noch ein letzter Genuss vor dem Ende. Wir treffen uns am Mondtor. Übrigens glaube ich, dass ich nun den Zweck des Drachenhorns verstanden habe. Nach einiger Überlegung sind mir Sinn und Funktion des uralten Instruments klar geworden. Die Drachengarde war schlau. Das gestehe ich gerne ein. Ihr wisst, wie man das Drachenhorn einsetzt? Theoretisches Wissen ist nicht das gleiche wie praktische Erfahrung. Aber ich glaube, ich verstehe die Grundlagen, wie man es einsetzt. Die Drachengarde hat ein Horn vorbereitet, das von einem gewaltigen Drachen stammt und mit arkanen Runen verziert wurde, sodass es eine erstaunliche Macht birgt. Das Drachenhorn ist wirklich das Horn eines Drachen? Oh ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich habe historische Verweise darauf gefunden, dass die Drachengarde solche Relikte bestimmten Orten schenkte. Zu ihrem Schutz, wisst ihr? Das, was ihr gefunden habt, befand sich ursprünglich in Krempen, bevor es ins Refugium verlegt wurde. Wie setzen wir es also ein? Wir haben weder die Zeit noch die Ressourcen, um das große Relikt zu bewegen. Aber das kleine Horn, das ihr mitgebracht habt, man nennt es übrigens ein Kampfhorn, wurde entworfen, um in die Schlacht getragen zu werden. Sobald man es aufgeladen hat, schwächt sein Klang Drachen. Kamira hat das Horn im Schattentanztempel aufgeladen. Dann wäre ein Problem gelöst. Der nächste Schritt ist ein schieres Alter. Dieses Kampfhorn ist äußerst zerbrechlich. Ich bin mir nicht sicher, wie oft wir es erklingen lassen können, bevor es zu Staub zerfällt. Aus diesem Grund würde ich vorschlagen, dass wir es uns aufsparen, bis wir es wirklich brauchen. Okay. Keine schlechte Idee. Geht zum Mondtor von Anekina. Jetzt gucke ich gerade, wo das ist. Ach, hier unten. Okay, dann reisen wir da natürlich hin. Weil das wäre jetzt viel zu weit zum Laufen. Wo am besten? Hier. So, jetzt hat. Jetzt wurde ich gerade noch angerufen. Hab noch kurz was schreiben müssen und jetzt geht es weiter. Ich dachte, die wären friendly, aber sind sie wohl nett. Hui. Oha, das ist tiefer, als ich gedacht habe. Na gut. Springmaus! So, genau da konnten wir nicht hinfallen. Das Mondtor von Anekina. Die lokalen kaschitischen Clans, ich habe Klaus gelesen gerade, betrachteten das uralte Mondtor lange als heilige Stätte, deren Funktion jedoch schon lange in Vergessenheit geraten war. Aber noch immer kommen Pilger, Adepten und Mondpriester hierher, um ihre Ehrerbietung zu zeigen. Ich musste leider, weil ich Klaus gelesen habe. Heieiei. Setze ich mich noch richtig hin? Na los.
Ich bin so gespannt. Jetzt hat. So. Sprecht mit Präfekt Carlo. Es scheinen alle da zu sein. Meldet euch bei Präfekt Carlo, Fünf Kralle, während ich mit der Königin spreche. Okay. Wie gemütlich der da rumjoggt. Oh, lala. Die Mondfinsternis ist da. Aber wo sind die Drachen? Tja, ist doch bestimmt wieder irgendein... Die Monde kommen zusammen und der Himmel verfinstert sich. Unheilverheißend, nicht wahr? Und sonderbar schön. Doch wo sind die Drachen und die restlichen Truppen von Euraxia? Ich hätte gedacht, sie hätten den Vormarsch auf das Mondtor schon begonnen. Sind wir hierfür bereit? So bereit, wie man nur sein kann. Die kaschitische Miliz und die Cygnus-Freischärler haben Verteidigungsstellungen entlang des Pfads hoch zum Mondtor bezogen. Und alle Belagerungswaffen, die wir in die Hände bekommen konnten, werden versuchen, die Drachen abzuwehren. Glaubt ihr, wir können den Ansturm aufhalten? Auf keinen Fall. Wir hoffen nur, ihn so weit zu verlangsamen, dass Tarn und Kamira die nötige Zeit haben, um zu verhindern, dass sich das Mondtor öffnet. Oh Gott. Oder dass sie einen Weg finden, es wieder zu schließen, wenn alles andere fehlschlägt. Wenn die Drachenjodes Kern nicht erreichen, gewinnen wir. Halt! Was ist das für ein Geräusch? Ihr hört etwas? Drachen! Schließt euch Königin Kamira an! Ich übernehme hier unten. Samara kommt mit euch. Löscht diese Feuer und macht die Ballisten bereit. Bewegung, Soldaten! Oha. Oh, hab schon wieder Gänsehaut gekriegt wegen den Drachen gerade. So, ich muss gerade mal mein Mikrofon. So. Jetzt aber. Krieg ich immer Gänsehaut. Zeit für waghalsigen Übermut und Verwegenheit. Na los, Catwell. Euraxische Soldaten? Die Mauern wurden durchbrochen. Hütet die Katzen und die Verräter! Was? Nein, 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 nein. Da oben, weitere euraxische Truppen. Kommen Sie, macht euch bereit. Bereit. Noch mehr Soldaten, macht sie nieder. Oh, Catwell. Ich ziehe Fieslingen so gern die Hosenbeine lang. Auf! Der Weg voran ist frei. Wir müssen Königin Kamira erreichen. Das schaffen wir. Bleibt bei diesem. Garesh atmet noch, aber seine Verletzungen sind schwer. Er braucht einen Heiler. Samarak weiß, was er jetzt tun muss. Was meint ihr, Samarak? Da Garesh verwundet ist, muss jemand das Kommando bei dieser Stellung übernehmen. Jemand muss dafür sorgen, dass die euraxischen Soldaten und die Drachen auf genügend Widerstand treffen, um verlangsamt zu werden. Diese Aufgabe fällt Samarak zu. Seid ihr da sicher? Ja, Freundin. Das ist Samaraks Gelegenheit, die Fehler der Vergangenheit endlich wieder gut zu machen. Halt! Was ist das? Das Drachenhorn. Dieser weiß nicht, warum Garesh es bei sich führte. Aber ihr müsst es nehmen und das Motor erreichen. Königin Kamira braucht euch. Ich bewache das Drachenhorn und schließe mich Kamira an. Viel Glück, Samarak. Geht jetzt, Fünf Kralle.
Tschüss. Viel Glück. Abbiegen sollen. Versuchen wir das nochmal. Übernehme ich, alte Forelle. Alte Forelle. Gehen wir zur Abnur, bevor die Mode ganz ausgerichtet sind. Seht ihr, wie die Monde sich auf das uralte Tor ausrichten? Ja. Mondbande öffnen einen Pfad zu Jodes Kern. Doch wie seid ihr an das Drachenhorn gekommen? Wo ist Gareshri? Und warum sind die Kampfgeräusche so nahe? Haben die Oraxischen Truppen unsere Verteidigung überrannt? Gareshri wurde verwundet und die Drachen haben die Mauern durchbrochen, was es den Oraxischen Truppen gestattete, in die Massen hereinzustürmen. Gareshri wurde verwundet und die Oraxischen Truppen sind hinter unserer Verteidigungslinie? Ja. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Nun, wir haben immer noch das Drachenhorn. Zumindest so lange, bis ihm die Energie ausgeht. Oder das zerbrechliche Relikt einfach auseinanderfällt. Ich wünschte nur, die Monde würden sich für mich bewegen. Ich dachte, die Einstimmung hätte euch die Macht verliehen, die Monde zu bewegen. Die Macht, ja. Aber nicht das Wissen oder die Erfahrung. Ich werde weiter versuchen, die Monde zu bewegen und das Tor zu schließen. Aber ihr werdet die Oraxischen Truppen daran hindern müssen, ja, diese Stellung einzunehmen. Ich zähle auf euch. 5 Kralle. Mach ich. Ah!
Ist dein Ernst? Oh Gott. Das Drachenhorn, unsere einzige Chance. Nein, Fünfkralle, noch nicht! Oh no. Durch das Portal, ihr beiden, und nehmt das Drachenhorn mit! Kamira, wartet! Habe ich das jetzt mitgenommen schon? Oh Gott. Hilfe! Ich habe Gänsehaut. Fünfkralle, wir stehen auf der heiligen Ebene von Jode. Die Drachen sind hier bereits durchgekommen. Sie wollen in Jodes Kern eindringen. Wo bin ich hier? Laut den Erinnerungen, die ich im Schattentanztempel absorbiert habe, kamen eine Kina und die Mondpriester hierher, um die Monde zu ehren und sie nach ihrer heiligen Vereinigung wieder auf ihren jeweiligen Weg zu schicken. Hier war es auch, wo sie Kunsari half, die Macht der Drachen zu verbergen. Ich verstehe nicht, warum sollten die Drachen einwilligen, einen Teil ihrer Macht aufzugeben? Hier, auf der Ebene von Jode, werden die Erinnerungen mit jedem Augenblick klarer. Kunsari konnte Karl Grontits eigene Gier gegen ihn wenden. Der Drache wollte von Anfang an die Macht von Jodes Kern, aber Kunsari hat ihm sogar noch mehr geboten. Was hat Kunsari Karl Grontit angeboten? Er bot ihm einen Weg, um die natürliche Macht von Jodes Kern mit der mystischen Macht seiner treuen Drachen zu verbinden. Karl Grontits Gier war sein Untergang. Nun hat er endlich die Gelegenheit, all die gespeicherte Energie an sich zu reißen. Wir müssen ihn aufhalten. Na dann los. Oh Mann. Mulami. Das Ungeziefer belästigt uns noch immer. Verschlingt sie! Wie ihr wünscht, mein Bruder. Oh Gott, ich bin so gespannt. Die Mondpriester bewachen noch immer diesen heiligen Ort. Da verehren jetzt neue Götter, unbedeutenden Hemd. Was heißt hier unbedeutende Häppchen? Wow, 4 Gold. Wir müssen uns beilen. Meidet Mulan. Ich versuch's. Oha. Ah! Ach du Scheiße.
Jodis Kern ist ganz in der Nähe. Ich kann es spüren. Ich bin verletzt. Mulamnir, Kalgrontit und Jodis Kern. Seid ihr hierfür bereit, Kamira? Ich hoffe. Vielleicht. Bin gespannt. Kalgrontit absorbiert Jodis Kern. Solange die Monde ausgerichtet bleiben, fließt unvorstellbare Macht durch ihn. Bringt mich auf diese Plattform, Tarn. Ich kann die Monde mit den Altären trennen. Ihr müsst euch um Mulamnir kümmern, Fünfkralle. Ich leite alle verfügbaren Energien in das Drachenhorn, aber setzt es vorsichtig ein. Ach du Gott, Hilfe. Ihr wagt es euch, mir zu stellen, Häppchen? Naja, ich versuch's. Oh, das war blöd. Ihr amüsiert mich, kleines Insekt. Ich hab's Gefühl, ich komme nicht wirklich vorwärts. Ja, Bruder, ich mache es schnell. Komm schon. Na, komm runter. Begebt euch unter meinen Schild. Unter der Schrei des Drachen wird euch töten. Sus. Chi. Nur gut durchhalten. Das
Ungeziefer hat mich zornig gemacht. Au. Zermalmen, mein Bruder. Ihr habt mein Wort. Du, Kunsho! Halt einfach nur durchhalten. Sterbt, Insekt, sterbt! Oh, meine Waffe ist leer. So. Getötet. Gut. Ich werde Akatosh ebenbürtig sein. Die Monde. Ich muss das Ritual vollenden. Jone und Jode, hört mich an. Die Macht. Sie gehört mir allein.
trennt euch und setzt euren ewigen Tanz fort. Jetzt, fünf Kralle, lasst das Horn erklingen! Ihr schafft, Karriere. Ihr habt die Mondfinsternis beendet. Aber das heißt mich nicht. Das Mond hat sich geschlossen. Wir sind gefangen, ja. Aber Mulamnir ist tot und Khal-Grontid besiegt. Oh, hallo. Man findet alles immer erst am letzten Ort, an dem man sucht. Khal-Grontid, ich frage mich. Ich freue mich sogar, euch zu sehen, Katwell. Kommt, Tamira. Euer Volk erwartet seine Königin. Hab Dank, meine Freunde, für alles. Oha. Und nun? Tamira. Königin Tamira, seid ihr verletzt? Es geht mir gut. Etwas müde. Doch seht, die Monde sind nicht mehr auf einer Linie. Erzählt mir von den Drachen. Euraxias Truppen. Wie steht es um unsere Streitkräfte? Die Späher sagen, dass Euraxias Truppen und die Drachen flohen, als sich die Monde getrennt haben. Unsere Truppen sind nicht zurückgekehrt. Aber die Mähne hat eine Botin geschickt. Eine Gesandte der Mähne? Wenn ihr mich entschuldigt, ich habe noch andere Sachen zu erledigen. Was denn? Wir haben es geschafft, Fünfkralle! Wir haben die Monde wieder in Bewegung gesetzt und sowohl Mulamnir als auch Khal-Grontid besiegt. Ich wollte euch für alles danken. Elsweyr ist euretwegen heute sicherer. Wie habt ihr letztlich herausgefunden, wie man die Monde bewegt, Kamira? Meine bloße Anwesenheit auf der Ebene von Jode hat jene Erinnerungen aufklären lassen, die ich im Schattentanztempel ererbt hatte. Ich sah das Ritual vor meinem geistigen Auge und handelte entsprechend. Ach, zu schade, dass das Drachenhorn es nicht überstanden hat. Wenigstens hielt es lang genug, um Khal-Grontid zu verbannen. Sind wir uns wirklich sicher, dass wir Khal-Grontid besiegt haben? Er schien zum Ende wirklich außerordentlich mächtig. Er wurde mit jeder Zufuhr von Macht, die er absorbierte, größer. Doch das Horn riss ihn aus Jodes Kern heraus, was es mir erlaubte, das Ritual und die Mondfinsternis zu beenden. Und im Anschluss... Nun, das ist eine Sorge für einen anderen Tag, ja. Warum hat die Mähne eine Gesandte geschickt? Ich kann ohne Segen der Mähne nicht zur Königin ernannt werden. Lasst dies aber meine Sorge sein. Fürs Erste solltet ihr euch ausruhen. Wir müssen unsere Gefallenen ehren und mehr über das Schicksal unserer Truppen am Mondtor erfahren. Und danach feiern wir einen neuen Morgen für Elsweyr. Ja, ich habe wieder keinen Platz. Ich muss mich um die Gesamt... Ich kann und... Wir haben viel erreicht, meine Freundin. Wir haben mit Euraxia Tarn eine Tyrannin entmachtet. Sumuk Fom und den Verräter besiegt. Sogar mindestens zwei Drachen getötet und die Monde am Firmament bewegt. Wenn ich doch nur dieses Gefühl des drohenden Untergangs abschütteln könnte. Über was für einen drohenden Untergang sprechen wir denn?
über nichts Greifbares. Nicht wirklich. Ich schätze, dieses Gefühl der Sorge wird mich noch begleiten, bis ich weiß, wie es Garagerie, Samarak und sogar Präfekt Carlo ergangen ist. Ich würde ja sogar zum Mondtor zurückkehren, doch andere Dinge erfordern meine Aufmerksamkeit. In diesem Fall die Gesandte der Mähne. Meint ihr, unsere Gefährten haben den Angriff auf das Mondtor womöglich nicht überlebt? Das ist es ja gerade. Ich habe keine Ahnung. Ihr Monde, mir dröhnt der Kopf. Meine Bemühungen in Jodes Kern waren nicht ohne ihren Preis. Fünfkralle, könnte ich euch überzeugen, herauszufinden, wie es meinen Soldaten und unseren Freunden geht? Ich werde herausfinden, wie es unseren Gefährten und den Soldaten am Mondtor geht. Ich weiß eure Unterstützung zu schätzen, meine Freundin. Findet heraus, was Garagerie und den anderen widerfahren ist. Dann meldet euch wieder bei mir. In der Zwischenzeit werde ich versuchen, einen Augenblick Ruhe zu finden, ehe ich mich mit der Gesandten der Mähne treffe oder mir Sorgen um die anderen Drachen mache. Ist die Drachenbedrohung nicht vorbei? Bei weitem nicht. Doch ohne Karl Grontit und Mulamir, um sie zu führen, sind sie einzelgängerische Wesen ohne großen Plan. Gewaltige, gefährliche Bestien, sicher, aber nicht jene überwältigende Streitmacht, die sie unter ihren Drachen anführen waren. Es ist kaum zu glauben, dass all dies mit einer uralten kaschitischen Legende seinen Anfang nahm. Es gibt kaum einen Unterschied zwischen Mythen und Geschichte für die Khajiit, Fünfkralle. Ob Euraxia erst die Sagen über Kunsari entdeckte und diese sie dann zum Kopf des Verräters führten, oder ob Sumuk Fom den Kopf wiederbelebte und so die Erzählungen hörte. Wer vermag das schon zu sagen? Tja, weiß ich auch nicht. Aber wir gehen dann in der nächsten Folge zu unseren Gefährten und gehen sicher, dass es denen gut geht. Und dann sage ich einfach mal nach der spannenden Folge bis bald. Tschüss.